Da steckt eine Klinge in den Soulspielen, geht es halt nicht um Schönheit, eines Schaden, sondern ums Können. Ja, aber man kann sich trotzdem schöne Charaktere machen. Also ich bin so, ich gehöre zu der Sorte, ich verbringe normalerweise 10 Jahre im Character Creator. Außer jetzt hier für den Stream halt. Ich weiß nicht, was ich bin irgendwie nass. Ich bin nass. Wollte ich gerade heftig parryen. Oh nein, der Stoß ist wieder zurück, den gibt es immer noch. Oder gibt es schon wieder, eher gesagt. Den Schild durchbrechenden Stoß. Ich auch. Ja, es ist einfach, ne? Braucht man einfach. Auf mit deinem blöden Sprungangriff hier, Dude. Also ich habe ja schon sagenumwobene Legenden gehört, dass der Tutorial-Boss wohl extrem heftig sein soll. Kaltsteinbrunnen, ist das quasi mein Bonfire? In einen neuen Bereich warpen, was ist denn jetzt los? Ne, noch nicht. Noch nicht. Hallo Ebencloak, was geht ab? Ich weiß nicht, was ich bin nass. Nass. Ja, ich war gerade einfach nass. Richtig, richtig nass. Der PlayStation 3 Controller ist irgendwie... Ich habe schon lange nicht mehr mit dem gespielt, der Joystick ist so lose. Ist voll irritierend, von hier kam ich, ne? Ja, von hier bin ich gekommen, alles klar, dann werden wir uns wohl mal in ein neues Gebiet teleportieren. Die Heilung ist wie ein Bloodborne, falls ich das richtig sehe. Ja, ich habe auch schon echt Angst, Talion, aber ich glaube tatsächlich ja. Gut, warpen wir uns in einen neuen Bereich, habe ich gehört, ne? PK2603, vielen Dank für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknülzen. Vielen Dank. Jurt, der stumme Häuptling. Ach, guck mal, der ist sogar abgebildet. Krass. Einfach so. Der Joystick ist so lose. Ja, der wackelt so rum. Das ist nicht gut. Eis essen, Demon Souls anschauen, geht ab. Aber heftig, Ebencloak. Kann ich verstehen. Starker Angriff. Jawollo. Wir sind ja immer noch im Tutorial. Also werden wir wahrscheinlich noch mit Samthandschuhen angefasst. Ich finde es immer noch krass, dass hier wirklich unser ganzer Schaden geblockt wird. Ich habe übrigens ein bisschen Schiss, sehe ich gerade, weil... Ach, wobei, nee, das ist nur das Design von den Balken. Nevermind. Kann ich einen Backstep machen? Ja, schön. Schön, schön, schön. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil neben unserem Lebensbalken oben so ein kleiner Millimeter frei ist. Aber das ist bei allen Balken so. Ich hatte gerade schon Angst, es wird jetzt so wie bei Dark Souls 2 mit den Energie. Parieren. Nachparieren, Gegenschlag. Ja, ich werde eh niemals parryen. Ich sacke einfach heftig im Parryen. Aber ich kann es ja nochmal probieren. Wird nicht weit getroffen? Oh. Okay. Never mind. Ja. Okay, aber hey, die bringen jetzt sogar schon mal 10 Seelen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel das... Oh shit, was ist mit dem los? Boom! Einfach abgestochen, den Kollegen. Einfach weggeparried. Ist das der Shomaru? Ja, das ist der Shomaru. Genau der. Waffe beidhändig führen. Ah, stimmt. Darf ich auch nicht vergessen. Hallo. Hallo. Kommst du her? Oh, was ist mit ihm los? Alter, da kommt er ganz langsam. Pff, der hat mich nicht mal getroffen. Wow. Oh, yeah, baby. Ach, schön. Das ist schon befriedigend, ne? Das ist schon befriedigend. Der Typ ist blau, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie magisch beeinflusst oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Sag mal, hast du eigentlich Fire Emblem Heroes gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Waffe wechseln? Ja, haben wir alles doch schon rausgefunden. Die Dark Souls-Erfahrung. Ja, schon, ne? Da sieht man es. Halbmondgras. Oh, das scheint höchstwahrscheinlich bessere Heilung zu sein. Nehme ich mal stark an. Nehme ich sehr stark an. Du, was? Stahl? Achso, das wird sogar direkt ausgerüstet. Oh, nevermind, das wollte ich nicht. Genau, das Heilkraut. Wenn sie verblüht sind. Ein Teil der... Ja gut, das ist einfach bessere Heilung. Dann will ich das aber auch da hinlegen, wo es irgendwie schöner aussieht, nicht wahr? Boreas. Ja, Boreas habe ich gespielt. Boreas habe ich gespielt. Schon befriedigend, jemand dann langes, hartes reinzustellen. Alter, Tolsa. Kannst du auch so nicht sagen. Mit ausgerüstetem Fokusgegenstand. Magie einsetzen. R1 Magie einsetzen. Mein Lieber, ich habe die Waffe mittlerweile gewechselt. Also nicht ganz. Also nicht sogar... Da unten liegt da einer. Guck mal. Da unten liegt ja einer. Richtige Halunke. Guck mal, der will ich bestimmt abschließen hier. Der hat keinen Bock, irgendwas zu machen. War das überhaupt ein Gegner? Der sah so menschlich aus. Hm. Egal, jetzt ist er tot. In before einfach ersten NPC getötet.
Unbekannte Soldatenseele. Ah ja, schön. Die gibt's also auch. Ich sag aber, die gibt's auch noch. Dabei ist es das erste Spiel. Gewöhnt euch dran. Ich werde immer wieder sagen, die gab's auch noch. Oh, das ich gewöhne mir jetzt an zu sagen, die gab's auch schon. JTMio, 29 Jahre treu. Vielen Dank dafür, mein Guter. Soldatenseele. Lass mich raten, wenn ich die benutze, kriege ich Seelen. Wo ist das jetzt schon wieder da? Die Überreste des Geistes eines unbekannten Soldaten, der in seinem Leichnam verblieb. Benutze sie, um die Seelen deinem Bestand hinzuzufügen. Wenn du sie zurücklässt, werden sie als Nahrung für Dämonen dienen. Die Folgen kennst du. Punkt. 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 Ach, schön, Leute. So, jetzt die große Frage, Leute. Also, ich nehme an, alle, die Dark Souls kennen, werden bestimmt auch schon mal was von Demon's Souls gehört haben. Aber wer von euch hat denn bereits Demon's Souls gespielt? Oder wer erlebt das hier gerade genauso blind wie ich? Ich bin übrigens immer noch beeindruckt, dass das Spiel sich wesentlich schneller spielt als Dark Souls 1. Was ich angenehm finde. Nicht, also, warte mal, von hier kam ich ja. Von hier kam ich ja. Blind, nope, nope, blind, 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 blind. Für mich ist blind, blind, ich nicht. Blind, blind. Alter, sogar für Seelachs ist es blind. Okay, das ist krass. Ja, Seelachs, dann hoffe ich, dass du bei jedem Stream heftig anwesend sein wirst, natürlich. Damit wir das hier alles hier schön gemeinsam erleben können. Da wird ein Süppchen gekocht, Leute. Ich habe eben auch was gekocht. Kein Süppchen, sondern ein Eintopf. Hi. Was kann ich für dich tun? Huch. Okay, diesmal hat es nicht geklappt. Der steht komisch, deswegen schlage ich einfach auf ihn ein. Zack, hab genug Ausdauer dafür. Boom, boom, boom. Monka SC Lachs, ja. Da muss es. Oh shit, Leute. Die erste Nebelwand. Heißt es etwa auch schon direkt Boss incoming oder nicht? Alter, der Falco Tuso ist an den Start. Warte, nein, ich will die Leiche untersuchen. Genau, Sicherung. Ich war fast in die Nebelwand reingerannt. Das war mich ja nicht wieder voll. Wahrscheinlich, weil ich mich teleportiert habe oder so. Chris hat Kaninchen-Eintopf gemacht. Alter, Alina, kann sich bringen. Boss-Time? Nein, einfach nur neuer Raum. Okay, ist auch in Ordnung. Hi. Oh, das ist schön. Ist das schön, Leute. Herrlich ist das. Was haben wir denn hier? Weniger Backseat-Game. Wahrscheinlich schon. Also, wenn es so wenige kennen, dann ist es für die meisten von uns wahrscheinlich relativ blind. Leben die Meris eigentlich noch? Ja, die freuen sich alle noch bester Gesundheit. Das Perry Window scheint sehr großzügig zu sein. Weiß anstatt einfach mal zu sagen, hey, Sui, du passt echt das Timing mittlerweile ganz gut raus. Nein, es ist das Paradigm. Nein, schon okay. Kann gut sein. Kann sehr gut sein. Ich habe halt bei Dark Souls irgendwann... Also ich habe ganz am Anfang bei Dark Souls 1 versucht, ein bisschen zu parryen, aber... Habe es dann irgendwann einfach komplett sein gelassen. Oder sehe ich schon. Da ist ein Boss, Leute. Hört ihr das? Da grunzt jemand. Hi. Na, hübscher. Hier, nimm mein Feuer. Alter. Alter Schwede, hau ab. Sollte ich vielleicht hier nicht in die Ecke drängen lassen. Ikari, danke dir für 14 Jahre Treue. Vielen Dank. Alter, doch so viel Schaden, ja? Ganze 19, ich bin ja zutiefst beeindruckt. Okay, komm her. Hier, ich bewerf dich mit Feuer, wollte ich gerade sagen, aber erstmal schön daneben. Nicht, dass ich wieder fliehen soll, aber... Oh, oh. Irgendwie trifft er nicht. Der trifft nicht, der Dude. Bevor, der wird aber gleich noch treffen. Okay, besser, ich muss hier... Oh Gott. Nein, er kopiert Moves von dem Gegner. Alter, der legendäre Nichtschaden, Leute. Wir kennen ihn alle. Hier ist er wieder. Oh. Bui! Oh, shit. Okay, aber die Hitbox darf wahrscheinlich nicht allzu groß zu sein. Toller Name, by the way. Der Vorreiter. Ja, das kann eine Weile dauern, glaube ich. Bei dem Schaden, bei dem wir verursachen. Nicht greedy sein! Oh Gott. Mal. Der soll mal da aus der Ecke rauskommen. Ich kann nicht mehr so gut hintergehen, den. Also die Sache ist halt, was ich gelernt habe bei in der Weil... Alter, ich sehe mich nicht. Zu da der Watt. Was ich gelernt habe bei Dark Souls
Je größer der Gegner, desto eher solltest du dich an seinen Arsch hängen. Oft jedenfalls. Sehr, sehr oft. Weil er dann nicht gut treffen kann. Wey. Bin trotzdem... Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden er macht, wenn er mich dann mal trifft. Außer bei Media, ja. Also, nicht immer. Nicht immer. Es gibt Ausnahmen. Ludwig ist auch eine Ausnahme, weil Ludwig dir einfach ins Gesicht treten kann. So wie der Arschkriecher. Ja, vielleicht minimal. Aber ich hab nochmal gut Zeit zum Draufhauen. Oh oh. Das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen zaubern eigentlich, aber... Hier. Und tschüss. Easy money! Slap that booty! Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so. Der Dämon wurde vernichtet. Du erhältst deine Dämonenseele und Macht, die alle menschliche Vorstellung übersteigt. Alter, ganz, ganz kleiner Text da gerade. Ganz, ganz kleiner Text. Okay. Hätten wir den weg. Hey Leute, ich frage mich, was das hier sein könnte. Was denkt ihr, ha? Huh? Oh, eine graue Dämonenseele. Ich dachte, das wäre ein Bonfire. Also, Bonfire in Anführungsstrichen. Graue Dämonenseele. Es ist bestimmt trotzdem was. Ich werde aber erstmal jetzt eben gucken, was wir da gerade bekommen haben. Und ganz viel Macht. Ganz, ganz viel Macht, Leute. Die Seele des Dämonenvorreiter. Von ihr geht große Kraft aus. Gewährt ihren Träger bei der Verwendung eine große Menge Seelen. Kann außerdem in Zauber, Wunder oder Waffen umgewandelt werden. Das Mikro, by the way. Ja, jetzt ist das Setup komplett, Ikari. Jetzt ist alles richtig heftig. Was? Wieso lullt ihr gerade? Was hab ich verpasst? Aber so hier sollte man doch eigentlich verlieren. Wirklich? Ernsthaft jetzt? Sollte man den Kampf nicht schaffen, oder was? In einen neuen Bereich warpen. Okay, das scheint hier relativ linear zu, also im Vergleich zu sein. Hier ist bestimmt was versteckt. Nein. Okay. Never mind. Ich frage mich, wann ich... Also ich bin ja immer noch im Tutorial, ne? Also never mind. Ist optional, den Kampf zu gewinnen. Oh, krass. Ja gut, aber der war jetzt nicht so schwer, ne? Wie gesagt, einfach an seinen Arsch kleben, dann kann er nichts machen. Mit allen seinen Moves, außer seinem Stampfer da. Der alte König Daran oder so. Daron. Du hast den Tutorial-Boss gekloppt, was fällt dir? Alter, da ist schon was ziemlich Fettes. Ey, das ist doch das Ding aus dem Intro. Ich habe so den Verdacht, Leute. Ich habe so den Verdacht. Jetzt fängt Diebe Zeus erst richtig an. Wir sind aber immer noch im Tutorial tatsächlich oben. Hört einfach niemals auf, das ganze Spiel ist Tutorial, Leute. Das ganze Spiel ist Tutorial. Ich hab schon ein bisschen Angst, dass der mich jetzt einfach wegsnackt. Hi, da vorne. Help. Eieieiei. Vollmondgras. Ja, das wird mich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur so ein kleines Stückchen heilen, wa? Das Spiel ist ein Tutorial für Dark Souls. Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es sich vielleicht schrecklich spielt, weil es so alt ist. Beziehungsweise nicht weil es so alt ist, sondern weil es... halt dafür bekannt ist, der Vorreiter zu sein, im Sinne von, ja, wir wissen noch nicht genau, wo das Spiel mal hingehen soll und so weiter. Aber es spielt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Bis jetzt. Ich habe noch nicht viel gesehen. Das wird wahrscheinlich einfach das gleiche sein, ja, hier. Okay, der Vorreiter. So, ich kann hier runtergehen. Ich könnte aber auch einfach hier hingehen. Oder hier runtergehen. Erstmal heftig zudröhnen. Guck mal, hier liegt auf jeden Fall ein Gegenstand. Da liegt ein Gegenstand. Wieder Vollmondgras. Da liegen noch ganz viele weitere Gegenstände. Wieso glaube ich, dass das ein Bait ist? Und sobald ich da hingehe, werde ich einfach übelst weggeschlitzt. Der Boss hieß... Ja, der Boss hieß Vorreiter. Das ist richtig. Gerade eben. Dieser, der dicke Vollmondgras. Spielt das Welt spielt in derselben Welt wie Dark Souls? Das weiß ich nicht. Kann mir das jemand verraten? Also ich weiß, dass die Spiele unabhängig voneinander sind, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie in irgendeinem anderen Sinne zusammenhängt. Hartsteinscherbe.
Was ist das nun wieder? Wahrscheinlich was hier, ne? Jo, Scherbe aus hartem Erz. Eine Scherbe aus hartem Erz. Wertet Einhänder, Äxte, Hämmer und so weiter auf. Ein einfaches Erz, was die Kraft einer Waffe gleichmäßig erhöht. Waffen können durch Hartsteine maximal bis Stufe 10 verstärkt werden. Nö, spielt nicht in der gleichen Welt. Demons hat allein. Okay, alles klar. Dankeschön. Scharfsteinscherbe. Okay, weißt du was? Ich sammle jetzt erstmal alle ein. Wobei, nee, ich lese sie lieber direkt sofort, weil sonst weiß ich nicht mehr, was ich alles eingesammelt habe. Eine Scherbe aus Schaferz. Wertet Dolche, Krummschwerter, Speere und so weiter auf. Hey, ein einfaches Erz, das die Kraft einer Waffe gleichmäßig erhöht. Waffen können durch Scharfstein maximal bis Stufe 10 verstärkt werden. Alles klar. Und was haben wir da noch bekommen? Hier, graue Dämonen. Nee, angesehene Soldatenseele. Die Reste des Geistes eines angesehenen Soldaten, der in seinen Leichnam verblieb. Benutze sie, um die Seelen deinem Bestand hinzuzufügen. Wenn du sie zurücklässt, werden sie als Nahrung für Dämonen dienen. Die Folgen kennst du. Leute, die Frage ist, kennt ihr die Folgen? So, ihr sammelt wieder Müll. Also mal gucken, wann wir den ersten Abfall finden, ne? Nochmal eine angesehene Soldatenseele, alles klar. Und noch eine angesehene Soldatenseele. Wieso glaube ich trotzdem, dass der... Guck mal, der hat die eine Hand schon zur Faust geballt. Der gibt mir doch gleich einfach eine. Mit seinen 6 Fingern. Der hat 6 Finger, oder? Ja. Krasser Dude, Mann. Tach. Ich sag's doch, ihr gebt mir eine. Ich hab's doch gesagt, Leute. Patch, es ist Tingel. Juhu, Junge. Oh. Doch der Nexus hält dich fest. Du bleibst für immer als Seele in dieser Welt gefangen. Cool. Alles klar. Einfach umgeboxt, Leute. Einfach weggeklatscht. Du bist tot. Die Sache, es war eine Cutscene. Banzo Shumaro for Foreshadowing. One Punch! Ja, genau. Musste das passieren? Ich weiß es nicht. Sehen wir jetzt wahrscheinlich. Ich habe keinen anderen Weg gesehen, aber das musste scheinbar passieren. Okay. Alles klar. Let strength be granted, so the world might be mended. Danke für die Untertitel. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the 5 Archstones will connect it to another. Alter, Waifu-Material voraus, Leute. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Ich hab also wirklich, ich musste wirklich sterben, alles klar. Oh Gott, kommst du bekannt vor, Typ. Hey, ich bin in der Hub, scheinbar. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, vermagst du deinen Körper wieder zu erlangen. Ja, dann zählt das aber nicht als Death, Leute, weil ich musste da sterben. Also sind wir immer noch bei 0. Außer ich hätte hier anders hinkommen können, aber sah nicht so aus. Indem du jedoch Dämonen sehen, aber das vermagst du... Achso, ja. Nexus-Bindung. Nexus-Bindung. Gucken wir mal. Kein Ring? Das war doch gerade ein Ring. Bestimmt behämmert oder was? Ich gerade einen Ring bekommen? Oder ist das irgendwas anderes? Nee, es ist tatsächlich kein Ring. Seelenverlust und Rückkehr in den Nexus. Hättest du nicht? Keine Sorge. Ja, es ist okay. Man muss sterben, also zählt es nicht. Das zählt nicht! Das Symbol derer, die im Nexus gefangen sind, damit du an den Nexus damit bist du an den Nexus gebunden. Selbst wenn du deinen physischen Körper verlierst, kannst du nicht sterben und deine Seele bleibt im Nexus gefangen. Die Nexus-Bindung schickt den Benutzer nach seinem Tod in den Nexus zurück, doch sämtliche gesammelte Seelen gehen dabei verloren. Mit anderen Worten, dass wir immer wieder auferstehen hier quasi. Ei, 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 ei. So, was haben wir denn hier? Du... Oh, du bist eine Statue. Ich dachte, sie wäre, dass sie mich hier gerade aufgeweckt hat quasi. Okay, ich habe keine... Die Rolle hat einfach keinen Soundeffekt, Leute. Ja, man kann halt auch an... Man kann auch an den richtigen Enden Ressourcen sparen. Okay. Sieht schon geil aus hier, der Raum, muss ich sagen.
Priscilla, Quilak. Achso, ihr redet gerade über Waifu-Material des Dark Souls 1. Ihr habt es schon genannt. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls? Deadrop! Or to save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. In der Form machst du keine Geräusche, aber ich habe ja trotzdem Schwertschwunggeräusch hier so flatsch. Ist noch mehr zu erzählen? Okay, das ist auch das gleiche, oder? Ja. Lehren Ying, 2 Monate Treue. Vielen Dank. Oh, ich glaube, Yu ist gerade nach Hause gekommen. Hi Yu, na, hast du es endlich geschafft? Ess erstmal was, Yu. Yu ist gerade 2,5 Stunden nach Hause gelaufen, weil wegen der Orkanwarnung fährt ja gar nichts momentan in ganz NRW. Jetzt ist er endlich angekommen. Crazy Sheep Typhoon! Danke dir für deinen Sub und willkommen bei die Glücksknülze. Vielen Dank dafür. Smo Best Waifu. Können wir nochmal drüber reden. Aber ich stimme zu. Es ist so irritierend, dass ich keine Geräusche mache, auch wenn ich jetzt gerade schon gelesen habe, dass das wohl so gewollt ist. KS der Turmgöttin berühren. Dieser Keilstein ist versiegelt. I see. Wahrscheinlich werde ich hier dann die einzelnen Welten freischalten. Dieser Keilstein ist versiegelt. Dieser... Warte mal. Ich habe gerade eben was entdeckt, was mir nicht gefällt. Ein gigantisches, aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich von Boletaria. Dort lauern gierige Soldaten, deren Seelen von Dämonen geraubt wurden und furchterregende Drachen. Wieso ist meine Lebensleiste halbiert oben? Ich krieg Dark Souls 2 Flashbacks. Bitte, egal, es wird sich noch... Das wird sich sicherlich noch herausstellen. Ja, erstmal schön in die Ecke gehen. Aber da ist nichts. Wir gucken mal. Dragons. Weil du in Seelenform bist. Ja, wie gesagt, mal gucken, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, das wird nicht standardgemäß, aber wir gucken einfach mal. Na, erstmal weiterspielen. War zu strong, musste genervt werden. Hi, was haben wir hier? I'm Stockpile Thomas. When the scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here, in the Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Oh Gott, Leute, ja, da müssen wir dann unser Item-Management wohl, ne, müssen wir durchziehen, wenn wir schon ein Item-Limit haben, müssen wir das wohl machen. Tadao Ko, Dankeschön für deine 1-Euro-Spende, die gerade reingekommen ist, ich habe es gerade noch gesehen. Die Nachricht konnte ich jetzt nicht lesen, weil ich nicht in den Dialog gefallen wollte, das werde ich dann aber in der Pause machen. Oh Gott, vielen, vielen Dank aber auf jeden Fall schon mal. Und zwar den ganzen Tag lang Sonnenschein. Gegenstand deponieren. Weißt du was? Eigentlich momentan sind wir ja noch ganz gut dabei, also lasse ich das erstmal noch alles im Inventar. Hallo Sandarag, na, was geht? When the scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a madman. When I came to, I was in the Nexus. I haven't dared venture outside. Ich glaube, das sagt auch das gleiche. Ich lese gerade hier. Sui, du musst auch den Hall anmachen, wenn du im Nexus bist. Eigentlich eine lustige Idee, pass auf. Also Leute, bisschen Hall, ein ganz kleines bisschen, während wir hier im Nexus sind. Viel Glück, vielen Dank. Aber nur ganz dezent. Ganz, ganz dezenter Hall. Was hast du zu sagen, mein Freund?